finden wir alle gut mit den Seifenblasen. Zu träumen. Ich erinnere mich noch an den Clown Flick in Zirkus Roncalli, wie wir alle hin und weg waren. Seifenblasen. Sich einfach die Fantasie fließen lassen. Ganz verträumt einfach sein. Und irgendwie waren wir das doch auch so im März, Ende März, als wir alle sagen, boah, Wahnsinn. Wie ist das ruhig in der Stadt? Wie schön ist unsere Stadt? Ich kann hier atmen, die Luft ist klar. Und wie waren wir begeistert von diesem klaren, blauen Himmel, dieser Klarheit, von den Sternen, aber vor allem auch der Ruhe und der Stille. Und kaum Verkehr, ne? Wir fuhren mit dem Fahrrad oder telefonierten, machten Social Media und sonst was alles. Und jetzt guck mal hier, Klotwischplatz, ne? Alles wieder, wie es war. Ist überhaupt irgendwas gewesen? Kann sein, dass da was war? Irgendwas, dieses mit C? Ach Quatsch, totale Amnesie anscheinend in der Stadt. Da war doch gar nichts. Ne? Ja, wenn, komm, dann ist ja jetzt vorbei. Also fahren wir wieder Auto. Ja klar, und der Urlaub irgendwo ist auch bald demnächst wieder fällig. Und die Flieger werden ausgebucht sein und wieder über uns hinwegdröhnen, was sie teilweise schon tun. So richtig wieder schön Krach, Stinken, Dreck, Bußpartikel, super, ne? Jo, da haben wir die Stadt zurück, wie sie mal war vor Corona. So ein Scheiß. Ich finde das total beschissen. Und denk doch einfach mal nach, was läuft. Und dass es vielleicht doch anders sein könnte. Dass unsere Stadt schöner, menschlicher, natürlicher sein könnte. Und die Bäume eine Chance haben. So. Also träumt ruhig mal ein bisschen und reden wir über unsere Träume. Aus der Bibel, diesmal, also, ne, mache ich ja ganz selten, aber diesmal aus der Offenbarung des Johannes, ganz am Ende, Ende und Anfang, eine wunderbare Vision. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal, keine Ungerechtigkeit wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Hammer, ne? Okay, nicht vergessen. Und gestalten wir unsere Stadt und unsere Gesellschaft. Und ich sage es ja immer wieder, gehen wir in den Aufstand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.